Hallo und willkommen bei Comic Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Ja, heute gucken wir uns was ganz Besonderes an, nämlich Akira Toriyamas Dr. Slump. Der Manga, der ursprünglich in Japan vor Dragon Ball rauskam. Und aber hierzulande nach dem Erfolg von Dragon Ball veröffentlicht wurde. Aber nicht lange danach, oder? Nicht lange danach. Ich glaube, 98 kam Dragon Ball in Deutschland. Und ja. Hast du im Kopf, wann das rauskam? 2000 kam. 2000, ja dann. Ja. Ja, 2000 kam Dr. Slump dann auch in Deutschland raus. Nur 20 Jahre nach dem japanischen Release. Also 1980 fing es an, dass Dr. Slump im Shonen Jump erschien. Genauso wie Dragon Ball auch im Shonen Jump Manga-Magazin erschien in Japan und leider lange out of print, aus welchen Gründen auch immer, weil es ist eigentlich ein absoluter Klassiker neben Dragon Ball. Es ist die zweitlängste Serie von Akira Toriyama nach Dragon Ball. Ich würde mir auch wünschen, dass die es nochmal neu auflegen würden, weil ich habe leider damals, du hast ja alle Bände, ja. Ich habe leider damals nur ein paar Bände gesammelt und bereue das ein bisschen. Und jetzt sind die gar nicht mehr so leicht zu kriegen, beziehungsweise nicht mehr so billig zu kriegen. Und ja, ich genieße den Humor, den Kack- und Poop-Humor von Akira Toriyama sehr. Aber auch die Zeichnungen finde ich im Nachhinein sehr beeindruckend. Ja, absolut. Man sieht auch hier noch diesen sehr frühen Toriyama. Er hat noch sehr organische Linien. Während es später bei Dragon Ball und besonders bei Dragon Ball Z, ich glaube, da geht es auch viel um Schnelligkeit. Da gibt es viel mehr Ecken und Kanten in seinen Zeichnungen, während er hier wirklich noch sehr viel feine Linien einbringt in seine Zeichnung. Vor allem auch die komprimierten Charaktere bei Dr. Slump, die sind alle so gequetscht. Ich habe irgendwo gelesen, dass Akira Toriyama diesen Chibi-Stil erfunden hat. Ich bin mir da nicht sicher, ob es wirklich so ist, aber ja. Ich glaube, hier in Dr. Slump sieht man das ganz gut. Ja, und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel auch meinen Comic liest, Gashapow, wird man auf jeden Fall auch die Verbindung sehen zwischen Gashapow und Dr. Slump, auch sehr stark inspiriert von dieser Serie. Und selbst solche Zeichnungen sieht man vom späteren Toriyama eher selten. Das ist so in Fotorealismus geht. So cartoony, aber trotzdem sehr realistisch. Ja. Das stimmt, hat er danach nie wieder gemacht. Aber das zeigt auch, wie talentiert er ist. Ich habe am Anfang, Toriyama sehr unterschätzt und habe immer gedacht, der zeichnet ja so simpel, so cartoony. Ja. Nicht so beeindruckend, nicht so detailliert wie jetzt ein Katsuhiro Otomo. Aber ja, ich muss sagen, dem ist eigentlich gar nicht so. Wenn man sich die Zeichnung genauer anguckt, dann sieht man, dass die größten, also teilweise wirklich sehr detailliert gezeichnet sind. Und auch die Sachen, die nicht detailliert gezeichnet sind, sind halt so on point, so perfekt. Das ist irgendwie, also entweder arbeitet er sehr lange an den Formen an sich, macht viele Skizzen vorher, oder er ist einfach von Grund auf super talentiert, dass er immer die perfekten Formen wählen kann für geniale Posen. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, das letzte Kapitel von Dr. Slump, von der Shonen Jump, das in der Shonen Jump erschienen ist, kam September 84 raus und Dragon Ball fing schon im November 84 an. Ich finde das so crazy, wenn du schon eine lange Serie am Laufen hast, 18 Bände lang, und dann gehst du direkt eigentlich weiter und fängst mit Dragon Ball an. Das ist echt extrem, vor allem in 4 Jahren 18 Bände. Ja. Das muss man erstmal nachmachen. Ja, also die erste Story heißt Arales Geburt und es geht um Arale, das ist dieses Robotermädchen hier, und im großen Ganzen geht es um Norimaki Senbei, das ist dieser Wissenschaftler hier, der baut, Er ist Erfinder. Er baut alle möglichen Maschinen und er baut sehr viel witzige Maschinen im Verlauf des Dr. Slump-Mangas. Und im ersten Kapitel geht es ja darum, dass er Arale baut. Das ist so der Main Character der Serie. Und
So, so ein bisschen so ein Mix aus Pinocchio und na, wie heißt die blaue Katze? Fällt mir gerade den Namen nicht ein. Doraemon. Doraemon, genau. Ja. Es hat so diese witzigen Sci-Fi-Elemente aus Doraemon und die Grundstory ist so ein bisschen wie Pinocchio. Er baut sich eine Tochter anstatt einen Sohn. Aber es ist halt keine Holzpuppe, sondern es ist ein Roboter. Ja. Und ja, es fängt direkt witzig an. So, er baut sie und sie beschwert sich, dass ihr Baum in der Kopf beschwert sich, dass es ziemlich öde ist, weil ihr Körper ist noch nicht fertig. Und er sagt, ah, ich hätte nicht mit dem Kopf anfangen sollen, weil sie nur am Rumnörgeln ist die ganze Zeit. Und ja, so ein Humor ist auch sehr präsent im ganzen Manga. Dass, solche Sachen halt wie, ja, bewegt deine Hand ein bisschen und dann schlägt sie ihm volle Kanne in die Eier. Und das sind so Sachen. Das ist so der Humor, der sich durchzieht. Oder auch, dass sie sich direkt beschwert, dass sie noch, dass sie keinen Busen hat. Sehr. Ja, hier beschwert sich, dass ich nicht fliegen kann. Und Und die Grimassen sind auch immer so herrlich, wenn man so sehr. ernste Momente hat und so stolz auf sich selbst ist und dann so ein bisschen markanter gezeichnet ist und dann im nächsten Moment hat er wieder so eine Cartoon-Fratze. Ja. Ja, hier kommt dann raus, dass Sara Lee die Sachen alles verschwommen sieht. Und hier macht er einen Sehtest mit ihr und ja, muss ja jetzt am Ende eine Brille tragen und erschreckt sich dann und sagt, ah, King Kong. Schreit dann, ah, Klappe. So diese Gesichtsausdrücke, das sieht man auch dann in One Piece. Da hat Eiichiro Oda ganz klar das von Toriyama übernommen. So was sieht man eigentlich in fast jedem One Piece-Kapitel, dass sie sich aufregen und dann mit so spitzen Zähnen gegenseitig anschreien. Ich finde vom Storytelling hier auch sehr cool, dass die Brille das einzige Panel ist ohne Umrandung. Ja, und die Story jetzt vom ersten Kapitel ist, Arale wurde gebaut, sie ist fertig und Senbei zieht los, weil sie natürlich Kleidung braucht. Und ja, er geht zum Kaufhaus und kauft hier, also das ist schon mal relativ schnell erklärt. Er ist hier beim Kaufhaus. Hier zählt er schon auf. Das hat er, das hat er, das hat er. Jetzt fehlt nur noch Unterwäsche. Und im Grunde ist dieses ganze erste Kapitel so sein Plan, um an Unterwäsche zu kommen. Und ja, er kauft jetzt hier Klamotten für vermeintlich für seine Mutter. Und kauft hier diese Sachen von diesem schrägen Verkäufer. Er rasiert sich, zieht sich die Perücke auf und merkt dann aber, dass der Verkäufer ihm so eine Schuluniform verkauft hat. Und dann regt er sich auf. Welche Mutter trägt eine Schuluniform? Das ist so bescheuert, Das oder? ist super bescheuert. Als ob es nicht peinlicher wäre, eine Kleidung für seine Mutter zu kaufen, als für seine Tochter. Stimmt eigentlich. Also. Ja, und dann geht er hier an den zu der Unterwäscheverkäuferin und so ganz schüchtern versucht zu fragen, oh, ich hätte gerne eine Höschen. Und sagt sie, ja. Und sie packt so eine riesige Unterhose mit so einem Elefantenkopf vorne drauf. Und dann schreit er sie an, nicht für mich, du dumme Kuh. Hihi, das war ein Scherz, wie komisch. Ja. Und jetzt ist er wieder zurück. Und sie hat ja, ein erstes Outfit an. Ihre Proportionen sind hier im ersten Kapitel noch relativ realistisch. Hier sieht sie wirklich noch eher aus wie ein Kind. Später werden die Beine ja noch kürzer und sie wird auch eher Das so ein stimmt. Chibi-Charakter. Wie auch Ja. hier auf dem Cover. Ja. Ja, und dann sagen sie, ja, dann gehen wir mal los und gehen ins Café.
Und das Coffee Pot ist so einer der Schauplätze. Hauptschauplätze von Dr. Slump. Und generell werden im Laufe der Stories noch viel mehr Einwohner von Pinguinhausen, so heißt der Ort, eingeführt. Und ja, das macht den ganzen Manga einfach so lebendig und lustig. Einfach die Vielfalt der Charaktere. Ich finde auch immer genial, wie Toriyama Häuser zeichnet. Er hat keine Lust auf realistische Häuser, deswegen lässt er sich einfach so was Verrücktes einfallen, wie ein Coffeepot. Das ist ein Café, ist in Ordnung, kauft man ihm ab und ist im Endeffekt sogar noch besser als ein normales Haus, weil es einfach kreativer ist und unterhaltsamer anzuschauen. Das stimmt, ja. Ist schon ein bisschen her, seit ich das mal gelesen habe. Aber verliebt er sich nicht in die vom Coffeepot, die. Nee, in die Lehrerin von Aralee. Ah, stimmt, das war die Lehrerin. Ja, und hier gibt es so eine erste Einführung. Und sie fragt so: ah, deine Tochter, Senbei, hast du sie noch? Ich bin 28. Das ist meine kleine Schwester. Wobei ich jetzt finde, dass er auch schon älter aussieht als 28. Weil ich denke, ich bin jetzt 30, yo. Man kann mit 28 aber auch sehr wohl eine so junge Tochter haben. Das stimmt auch eigentlich, aber na gut. Ja, hier fragt sie: wie heiße ich? Ja, dein Name ist Arale. Logo, du bist Arale no Norimaki. Und das wäre dann übersetzt kleiner Reiskeks. So heiße ich. Eure Eltern hatten echten Sinn für Humor. Witzig, was? Das mit dem kleinen Reiskeks passt ja auch wieder, weil Toriyama ja gerne Charaktere nach Essen benennt. Bei Dragon Ball ist ja auch Stimmt. fast jeder Charakter nach Essen benannt. Ja, hier bestellen sie dann Getränk. Ja, ich nehme einen Kaffee. Was willst du, Ali? Maschinenöl. Gib ihr einfach einen Saft. Roste ich dann nicht? Wie alt bist du? Ich bin gerade heute fertig geworden. Hahaha. Was redest du denn? Sie ist 13. Das sieht man ihr gar nicht an. Ja, die Gesichtsausdrücke sind alle herrlich. Ja, dann sagt der Dr. Slump zu der Kellnerin: Sei nicht so neugierig. Das finde ich auch immer super. Es wird oft so die vierte Mauer gebrochen. Es wird einem immer daran erinnert, dass man einen Comic liest. Weil sie sagt dann so: Ah, Arale, du hast ja gar keine Nasenlöcher. Du hast auch keine. Das hier ist ein Comic, du Ei. Ups, stimmt. Nun, so gibt es wenigstens keine Popel. Ja, herrlich. Ja, und dann wollen sie das Café verlassen und Arale läuft schon mal raus und haut ein Auto um mit ihrer Wucht und macht dabei ihre Hose kaputt. Und der alte Mann sieht das und ist da geschockt. Alle sind da geschockt. Ja, und das ist es schon. Das ist das erste Kapitel von Dr. Slump. Was ich auch immer cool finde, ist, dass Toriyama immer so kleine Gimmicks eingebaut hat zwischen den Kapiteln. Ja. Da waren immer so kleine Sachen, die man ausschneiden kann oder kleine Brettspiele oder, Bilder zum keine Ahnung, Ausmalen. Ich Bilder frage zum mich, Ausmalen. ob diese Sachen exklusiv für die Tankobon-Ausgabe waren, also für die Taschenbuchausgabe, oder ob diese Seiten auch schon in der Shonen Jump früher drin waren. Weil oftmals ist es ja so, dass es dann für die Taschenbuchausgaben so ja, diese paar extra Sachen noch gibt. Na, Dr. Slump ist für mich einer der lustigsten Mangas oder Comics generell. Es gibt nicht viele Comics, die mich laut zum Lachen bringen. Und bei Dr. Slump muss ich regelmäßig laut lachen. Es gibt, ich glaube, im sechsten Band oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher es war, der hat mir einen üblen Lachkrampf besorgt. Ich war draußen gesessen in Heidelberg vor der Uni und habe mich kaputt gelacht. Die Leute haben mich angestarrt, als ob ich bekloppt wäre. Ja, das ist schon mal was sehr Besonderes, wenn ein Comic sowas schafft, finde ich. Und das ist ja auch das Ziel von dem Comic. Es ist jetzt kein
Es ist keine anspruchsvolle Story, sondern es ist wirklich ein Gag-Comic. Es geht wirklich absolut. darum, Leute zum Lachen zu bringen. Ein Gag nach dem anderen. Und ja, es gibt 18 Bände davon und ja, absolute Empfehlung von uns beiden. Leider etwas vergriffen. Also ich glaube, man muss schon ein bisschen gucken, ein bisschen suchen, wenn man diese Bände noch haben will. Und ja, 2000 kamen sie ursprünglich raus, also auch schon wieder 22 Jahre her. Zu dem Zeitpunkt hieß es noch gar nicht Carlsen Manga, also das Unterlabel, das es jetzt gibt, sondern es war immer noch Carlsen Comics zu dem Zeitpunkt. Also das sollte auch nochmal zeigen, wie alt das hier schon ist. Also lieber Carlsen Verlag, ist an der Zeit. Bitte Neuauflage rausbringen. Absolut. Also ich meine, die bringen ja auch jetzt gerade Dragon Ball nochmal neu raus in diesen neuen, dickeren Editionen. Also sie könnten locker in neuen Oversized-Bänden auch Dr. Slump nochmal rausbringen. Ich bin mir sicher, es würde neue Leser finden. Da bin ich mir auch sicher. Super cool. Und ja, Gashapow, wie schon gesagt, ist auch super stark inspiriert von Dr. Slump. Und ich arbeite gerade am zweiten Band. Infos dazu auf meinem Instagram bei steve-slozalek oder meiner Webseite steve-slozalek.com. Und Thomas, was gibt's bei dir so? Ich arbeite immer noch an der Fortsetzung zu Shaolin Grandmaster Killer. Band 2 kommt jetzt demnächst raus. Und Informationen dazu gibt es auf meinem Instagram thomas-lozalek oder auf meiner Homepage thomas-lozalek.com. Sehr cool. Leute, abonniert, teilt unsere Videos. Wir müssen wachsen, wachsen, wachsen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.